Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum hoffentlich großen Finale von Banjo-Kazooie. Badumtsch. Badumtsch. So, ölen Sie Ihre Stimme, Herr Furby. Oh yeah. Jetzt wird's großartig. Groovy. Willst du gleich ein bisschen die Cutscene moderieren? Moderieren. Have fun. Kannst du einfach nur vorlesen. Willkommen, Grundhilda ist mein Name. Es spielen der Bär und die Vogeldame. Da steht der Held, der sich bis zum Quiz gequält. Jetzt geht es einmal noch hoch her. Für die beiden wird es jetzt zu schwer. Wunderschöne Preise locken. Wollt ihr in der Stube hocken? Mein kleines Quiz ist wunderbar. Und Tutti bleibt für immer da. Der Weg ist lang und schwer. Euer Pech erfreut mich sehr. Bald nimmt ein Lavabad der Bär. Das Bild wird sicher legendär. Nun lauft auf das Brett und drückt A, dann wird es nett. So, herzlich willkommen. Das große Finale ist eine Quizshow. Das ist rare, einfach rare. Großartig, oder? Ach, das ist ja ein Teleporter. Ja. Hoppla. Entschuldigung. Entschuldigung. Hallo? Bruder. Game broken. Lass mich doch spielen, bitte. Ja, verlassen wir den gleich das Glück. So, wir haben hier verschiedene Felder. Und wir müssen natürlich den Weg davor zur Treppe. Den müssen wir freischalten. Ne? Und wir können hier halt nicht weiter, außer wir haben dieses Feld gelöst. Gibt verschiedene Kategorien. Das Banjo-Kazooie-Logo, also ne, die beiden Köpfe, das sind einfach Fragen zum Spiel generell. Okay. Also, wer in Freezeezy Peak den Gipfel erklimmt, der weiß auch, welche Aussage hier stimmt. Dort leben 5 Bären, dort leben 5 Schneemänner, dort leben 5 Eiswürfel. Sind das 5 Bären gewesen? Das sind 4 Bären. Schneemänner. Nee, falsch. Na, das kostet ein Leben. Fängt schon gut an, ha? Super. Stell dich nicht so an, was ist unten in Clankers Cavern an Clankers Kette dran? Ein Schlüssel. Schrottauto, ein Felsblock? Amboss, ja, ein Felsblock. Und da ist der Schlüssel dran. Hä? Was? Hä, was soll denn das sonst sein? Ist da ein Amboss unten dran? Okay. Vor Angst ist sie ganz klein. Wie nennt sich dein kleines Schwesterlein? Tutti. Tutti Booty. Oder Luti. Wir werden ausgebuht, wenn wir es schaffen übrigens. Achso, das ist gut. So, das Auge. Da kriegst du einen Screenshot gezeigt und musst sagen, in welcher Welt das ist meistens. Du weißt leider nicht allzu viel. Doch kennst du diese Figur aus dem Spiel? Achso, er zeigt jetzt eine Figur. Ja, das ist unser guter Freund David Hasselhoff. Ja. Yep. Auch bekannt als Adolf Hitler. Lumpy Dumpy. Numbi Pumbi. Oder Mumbo Jumbo. Mumbo Jumbo. Mumbo Jumbo 5. Whoa. So, und hier dürfen wir uns auch nochmal heilen. Dann gibt es die Grundifelder. Da hast du den Notizen zugemacht. Ja. Zumindest das, was du denkst. Ja. Ich gehe mal hier lang. Und ich gucke erstmal, ob ich so aus dem Gedächtnis noch weiß. Andere schlafen im Bett. Wo finde ich es nachts denn nett? Mülltonne, oder? Ist es eine Mülltonne? Ja. Ja. Yay! Banjo-Kazooie. Als es im Bubble Gloop Swamp hat gefunkt, was war dort auf dem höchsten Punkt? Eine Hütte. Das war das, wo man da hochspringen musste. Ja. Und diese Dinger, da musst du so Zwischenendherrscher-Kämpfe nochmal machen. Das mache ich jetzt aber nicht, sondern ich gehe hier lang. Ich wollte eigentlich nur die Heilung haben. An der Treasure Trove Cove liegt ein Boot. Wie ist der Name? Ohne Not.
Oh, scheiße. Ich glaube, das ist. The Wobbly das Whale. Wobbly Whale? Hätte ich jetzt gesagt. Falsch. Oh, shit, sorry. Ich hätte Salty Hippo gesagt. An der Treasure Trove Cove, an einem Ort, ist ein Jinjo dort. Unter dem Pier am Start. Auf einer Palme. Schatz, so. Hä, das stimmt doch alles. Hä? Ach, kein Jinjo! Ah! Lesen. In Click-Clock-Wood wächst die Eiche wunderbar, nur welche Aussage ist wahr? Blätter sind im Sommer am größten, das Gras ist im Herbst am höchsten, das Eichhörnchen ist im Winter immer draußen. Das erste, oder? Ja. So, und hier musst du entweder Musik oder Stimmen erkennen. Sag es mir sofort, diese Melodie erklingt an welchem Ort? Bin ich voll raus. Das müsste die Pyramide sein, in Gobi's Valley. Hm, scheiße. Oder auch nicht. Dann ist es im Bienenstock. Weil der Bienenstock war das einzig Hektische. Die anderen waren ja entspannt. So, und hier kannst du dir einen Joker erspielen. Damit kannst du Felder überspringen. Wie viele Noten brauchst du dafür, um zu öffnen die erste Tür? 50. So, jetzt haben wir einen Joker. Und die Totenkopffelder, wenn du die verkackst, verlierst du sofort ein Leben und musst von vorne anfangen. Okay. Deswegen will ich die Joker haben. So, welcher Weg macht Sinn? Gehen wir hier lang. So, was darf ich tun? Ah, oh Gott, oh nein. Hau die Bienchen über den Haufen, bevor die Zeit ist abgelaufen. Oh nein. Oh doch. Möglichst viele mitnehmen. Wie viele sind's noch? Waren sie das? Oh ja. Tatsache. Boah. Sehr nice. Aber trotzdem ein Leben verloren. Rechts ist ein Totenkopf. Ich möchte links lang. Da ist dann auch irgendwann ein Totenkopf, aber ja. Erstmal hier lang. Was quillt, o Graus, aus Gobis Pyramide in Gobis Valley heraus? Wasser. Oder? Ja. Oh, noch so ein Ding. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Da unten gibt's noch einen Joker. Ja, da lang. Du weißt leider nicht allzu viel, doch kennst du diese Figur aus dem Spiel? Ein wow. Jinjo. Hey, mittlerweile weißt du das sogar. Ja. Binjo, Winjo. Ich fresse einen Besen. Was ist auf den Fässern im Keller von Mad Monster Mansion zu lesen? War das 1881? 1881, ja. Ja, gut, das andere macht auch wenig Sinn. Sehr schön. Rate schnell und sei nicht bang. Wer gibt von sich diesen Klang? Boah. Okay. Ah, Nipper die Krabbe. Yes. Yes. Grunty Time. Wer meinen liebsten Trunk nicht kennt, der hat das halbe Spiel verpennt. Rattenmilchshake? Ist der... warte mal. Oh Gott. Rattenmilchshake, ja. Schön. Diese Frage verleiht Flügel, zähle am Spiral Mountain die Maulwurfshügel. Oh, scheiße. Das Tutorial, das habe ich übersprungen. 8 ist die Mitte. Nehmen Sie einfach die Mitte. 1, 2, 3, 4, 8. Richtig.
Puh. Ich hätte instinktiv 7 genommen, aber sehr gut. Meine Frage, die ist heiß. Der Wüstenkaktus spendet welchen Preis? Das müsste eine leere Honigwabe sein, oder? Die hat man doch da freigeschaltet. Ja. Auf jeden Fall kein Kuchen, weil der Cake is a lie. Ist richtig. Und das war auch richtig. Du weißt leider nicht allzu viel, doch kennst du diese Figur aus dem Spiel. Oh, scheiße, wie heißt der? Boah, fuck. Blubber. Sehr gut. Ja, ich hab vier Blase auf jeden Fall nicht. Vier Joker, das ist schon mal super. Den möchte ich hier bitte einsetzen. Alter, guck mal da vorne, sind gleich drei Totenköpfe aneinander. Das heißt, da will ich nicht lang. Dann will ich hier lang. Da sind auch zwei. Oh, das ist ja dreckig, ey. Aber da außen gibt's noch einen Joker. Aber erstmal das Grundifeld. Zum Frühstück ich das hier gerne esse, sonst ist gelesen die Messe. Zerquetschte Froschaugen. Oder? Ich glaube, ja. Du hast es doch aufgeschrieben. Ja, aber es ist gar nicht mal so einfach, das auf die Schnelle jetzt alles zu finden. Also, ja, okay. Sehe ich ein. So, erstmal da lang. Wenn du kein ganz Dummer bist, dann sage mir, wo das hier ist. Das ist die Treasure Trove Cove. Das ist diese Leiter, die so übelst scheiße zu laufen ist, falls du dich erinnerst. Ja. Ja, ich komme doch ganz gut voran, oder? Welchen Gegenstand musst du vom Boden heben, um diesen Ton zu erleben? Das ist eine goldene Feder. Ja, komm. 1, 2, 3. Ja, okay. Let's boss fight. Oh Gott, nein. Ohne goldene Federn. Ja. Scheiße. Okay, let's try this. Wenigstens einmal im Spiel gemacht, ne? Das scheint zu klappen. Das funktioniert halt einfach. Das ist faszinierend, ne? Wie so eine Game-Mechanik, die sie eigentlich wollen, dass sie benutzt, halt auch funktioniert, gell? Ja, aber in dem Zusammenhang eigentlich. Aber was? Ja, jetzt wird langsam die Zeit sportlich. Alter. Ja, Zeit rum. Shit. Und das hat ganz schön Leben gekostet, weil jetzt kriege ich ja noch eins abgezogen. Oh, fuck. Kriege ich irgendwo noch was? Komme ich irgendwo noch leicht an Honigwaben? Nee. Natürlich nicht. Nein. Alter, das ist übel. Ja, hier lang. Jetzt keine Star-Allüren, wie viele Wege in Mad Monster Menschen führen. Oh shit. 1, 2, bestimmt 4, 6, 7. Scheiße. Noch eine Antwort falsch geraten, dann wirst endlich du gebraten. Oh, Kacke. Läuft gut? Läuft richtig gut. Ich wollte wissen noch, wie heißt an der Treasure Trove Cove der Eimer mit Loch? Holy Leaky oder Mr. Eimer? Leaky, oder? Ich denke Leaky. Ja.
Du weißt leider nicht allzu viel, doch kennst du diese Figur aus dem Spiel. Conker. Ja. Wenn da jetzt Conker steht. Grabnut, Robnut, Nabnut. Nabnut. Yep. Puh. Wenn du kein ganz dummer bist, dann sag mir, wo das hier ist. Boah. Das ist im Schiff der Treasure Trove Cove, sag ich. Behaupte ich. Oh Scheiße, ey. Sag mir ganz ohne Hohn, aus welcher Welt stammt dieser Ton? Das ist die Mad Monster Menschen, oder? Nee. Das ist Gobi's das ist Valley. Ägypten. Ja. Gobi's Peak. Alter, das ist gemein. Das ist echt gemein. Ja. Na, da liest du erstmal nur Gobi und klickst und hast. Noch ein paar Joker holen. Bald wird es donnern mit Gerumpel. Was war in der Schule? Mein bester Kumpel. Die Tafel. Die Tafel. Das haben wir sogar zweimal gelesen, ne? Ja. Wenn du kein ganz dummer bist, dann sage mir, wo das hier ist. Oh Gott, Winterding. Ist das Freezy Peak? Ja, Freeze Easy Peak. Ja, was soll's sonst sein? Der Rest macht keinen Sinn. Fünf Joker, das ist doch schon mal was. So, gibt's da einen guten Weg da vorne lang? Eins. Yep, wir müssen jetzt hier ganz nach links durch und dann nach vorne. Ich mache keine Witze, was ist auf dem dritten Schornstein des Schiffes auf der Spitze? Es gibt keinen dritten Schornstein. Es gibt keinen dritten. In der Beta-Version gab es einen dritten. Okay, aber in der Finale nicht. Okay. Oh nein, das wird böse. Ich habe auf der Trivia-Seite gelesen. Jetzt wird's böse. Hoffentlich nichts Schlimmes. Ach, Gott sei Dank. Ah, scheiße. Ich muss mich halt auch mit der Mumie rumärgern. Guck, da ist das Ei. Und das ist nämlich hier unten. Ja. So, und hier ist der gelbe Jinjo, genauso wie hier. So, wo war der? War der hier? Nee. Nee. Oh, rechts, rechts, nein. Die Mumie macht mir gerade mehr Angst als alles andere. Genau da, ja. Nice. Ganz oben links. Dann ist jetzt auf dem Banjo. Genau, unten links, unten links, unten links. Oh, scheiße. Oh, diese Mumie! Jetzt schaffe ich's. Muss ich ja wohl. Nein! Oh, fuck. Ich glaube, das kann ich gleich aufgeben, oder? Ich meine nicht, dass ich ein Typ bin, der aufgibt, aber...
Oh! Dammit. Here we go again! Let's do this! Ah, der Töter Torfkopf, die Schatzjagd, wie viel X stehen parat? 1, 2, 3, 4, 5. Was? Ach, unten ist ja auch noch eins, es sind 6. Das Kamel Gobi hat frei. Was gibt es an dem Platz Nummer 3? Ein Puzzleteil. Nee, eine leere Honigwabe. Es ist tricky, die Frage, weil könnte ja auch ein Click-Clock-Wood sein, weißt du? Ja. Kein ganz dummer bist, dann sag mir, wo das hier ist. Wo ist das? Wo ist das denn? Clankers Cavern? Rusty Bucket Bay? Ich behaupte Clankers Cavern. Oh. Okay. Ich wollte wissen noch, wie heißt in der Treasure Trove Cove der Eimer mit Loch? Leaky. Das hatten wir zum Glück schon mal. Ja. Rate schnell und sei nicht bang, wer kippt von sich diesen Klang? Das dürfte Chimpy sein. Ganz am Anfang. Bambi das Zebra. Habe ich gerade die Honigwabe vergeudet? Naja. Sag mir, du Tropf, was hat der Baum in der Wüste auf dem Kopf? No idea. Scheiße. Der ist gesperrt? Nee. Okay. Wenn du kein ganz dummer bist, dann sag mir, wo das hier ist. Oh, das ist echt fies mit dem Joker. Das ist der Bubble Gloop Swamp. Das hättest du auch gewusst. Zu welcher Jahreszeit beherrscht den Click-Clock Wood die Trockenheit? Hö. Komisch. Das weißt du auch, ohne das Spiel gespielt zu haben. Was hab ich denn eigentlich? Ich hab nix mehr, guck mal, meine Ressourcen. Alter. Oh fuck. Echt jetzt? Das. Unfassbar. Geschafft, aber ja, guck dir mein Leben an. Ja, aber schon fast wieder tot. Was trage ich wohl unter meiner Kluft, du frecher kleiner Schuft? Sabberlätzchen. Ja, Sabberlätzchen, ja. Ja, hier hätte ich jetzt gerne einen Joker, ne? Ja, praktisch, ja. Aber den habe ich mir selber verbaut. Und der Weg dahin ist weit. Risiko? Na gut. Eine Glücksbringer ich trage. Was ist es denn? Das ist die Frage. Das hast du irgendwo stehen. Und das dürfte ein... Schweinefuß, glaube ich. Schweinefuß, ja. Gut. Wie locker so, ja, glaube ich. Ja, ich, das war jetzt mein erster Guess, aber ich habe den Zettel hier in der Hand gerade. Ah, okay, okay. Ist da noch ein Joker? Ja, zu dem Joker, das will ich nochmal probieren. Welchen Gegenstand musst du vom Boden heben, um diesen Ton zu erleben? Das hatten wir schon mal. Das ist natürlich die goldene Feder. Jetzt keine Star-Allüren. Wie viele Wege in die Mad-Monster-Menschen führen? 8 war das doch, oder? Ja. Das hatten wir doch eben schon mal. Ja. Nee. Nein? Sage mir, du Tropf, was hat der Baum in der Wüste auf dem Kopf? Perücke war falsch. Also sage ich ja. Hut.
Gut. Okay. Wenn du kein ganz dummer bist, dann sag mir, wo das hier ist. Rusty Bucket Bay? Nee. Ah nee, das ist der Zahn das von dem... Das sind die Zähne vom Clanker, oder? Ja. Ja. Wenn du mich siehst am Zeitungsstand, welches Blatt habe ich in der Hand? Die Hexenrundschau. Die Hexenrundschau. Live. Live. Joker! Der Blubberblasenfisch in Clankers Cavern, der Zahme, wie ist sein Name? Scheiße. Sloop. Ich hätte jetzt eher Bloop gesagt. Nein! Wieder ein Joker verpennt! Aber ich gehe hier lang. Ich habe nämlich gelernt. Rate schnell und sei nicht bang, wer gibt von sich diesen Klang? Ist das der Delfin? Vogelgeräusch. Ist das der Delfin? Ja, dann ist der Delfin. Oh Gott. Der Horschelohrwurm. Ich denke, er ist Schnorchel. Nein! Ja, das war wahrscheinlich Snorkel, der Delfin. Vermutlich, ja. Welche Aktion der freie Vogel bringt, wenn diese Melodie erklingt? Das ist die goldene, wenn du die Stiefel anhast. Die Gummistiefel. Ich glaube auch. Der Rübenstamper. Nee, dann ist es der Wunderflügelaktion. Das ist sehr ähnlich, die Gummistiefel und goldene Federn. Ja. Ach, da muss ich wieder einen Bosskampf machen gleich. Nee! Rate schnell und sei nicht bang, wer gibt von sich diesen Klang? Nee, es war Boggy, oder? Der Polarbär. Puh, keine Ahnung. Ja. Ja, okay. Oh, ich will nicht. Ich will nicht. Okay. Hast du schnell was zum Schreiben? Ja. Rot, lila, pink, lila, rot, blau, türkis. Okay, das war's. Das war nicht so schlimm. Das war rot, lila, dann pink. Ja. Dann nochmal lila. Lila, ja. Rot. Warte. Lila, rot, dann türkis. Blau. Blau. Hat er das türkis genommen? Nee, ne? Dann blau. Dann blau und dann türkis. Oh, Gott sei Dank. Das darf öfter kommen. Das war gar nicht so schlimm. Du kannst nur einmal zählen, welchen Code musst du auf dem Nebelhorn der Rusty Bucket spielen? 111 am Ende. Und ja, 312111. Ja. Auch den hatte ich mir schon aufgeschrieben. Diese Figur aus dem Spiel. Das ist tatsächlich ein Hut. Aber wie heißt der? Drinker. Trunker. Ja! Trivia! Sag mir geschwind, welche meine liebsten Farben sind. Grabsteingrau war das. Grabsteingrau, ja. Relativ neue Erkenntnis sogar, glaube ich, gewesen. Ja, war eine der letzten, ja. Von einem Ort ist kein Jinjo dort. Kein Jinjo. Weil unterm Pier ist einer und auf einer Palme auch. Das heißt, eine Schatztruhe ist keiner. Dammt nochmal. Heidebeams. Trivia. Es ist wie verhext, was in meinem Blumentopf so wächst. Venus-Fliegenfalle. Ja. Aber die zwei Totenköpfe da, die machen mir Sorgen. Da gut, da drüben sind halt noch mehr, wenn du jetzt... Ja, ja. Nee, ich dachte, irgendwo kann ich vielleicht noch Joker grabben, aber ich habe halt die Joker alle verkackt. Da wäre einer, aber da müsste ich auch über eins.
Na komm. Rate schnell und sei nicht bang, wer gibt von sich diesen Klang? Das muss Tip-Top sein, weil Bottles ist es nicht. Und Rip-Top gibt's nicht. Noch nein, ich will nicht. Ich will nicht. Okay. Den Namen des Spiels rückwärts. Okay. Okay. Rückwärts. I. E. Scheiße, du hast recht. Ich bin so dumm. E. I. I. Dann zweimal O. O, O. O. Kann ich den zweimal nehmen? Nee. Z. Nee, ich muss brauche noch ein anderes O. Da O. Z. Dann A. A. K. K. Wo ist das K? Da. Dann O, oder? O, ja. J. J. N. N. A. A. Ich brauche ein A. Da. Und B. Und B. Und dann noch ein Q. Uah! Und ein Q noch. Ja. Mach ich gleich. Oh, das macht mir echt Angst, gell? Die letzten drei Felder da. Wenn Freezeezy Peak den Gipfel erklimmt, der weiß auch, welche Aussage hier stimmt. Also Bären war es nicht. Sind das Schneemänner? Schneemänner. Auch nicht. Trader Trofkopf liegt ein Boot, wie ist der Name, ohne Not. Wobbly Whale war es nicht. Dann sage ich Salty Hippo. Yes! Okay. Ich habe Angst. Ich habe richtig Angst. Ich habe richtig Schiss. Wenn du kein ganz Dummer bist, dann sagen wir, wo das hier ist. Oh Gott. Oh, Mambo's Mountain. Billig. Ja, billig. Den habe ich selber programmiert. Und jetzt dann doch das Falsche angeklickt. Ja. Aus Hochmut so. Ja. Mein liebstes Haustier war sehr nett. Es schlief sogar in meinem Bett. Dreiköpfige Fledermaus? Dreiköpfige Fledermaus, ja. Oh, I'm so scared. I'm so fucking scared. Einen dieser Räume gibt es in Mad Monster Mansion nur in einem meiner Träume. Also im Badezimmer gibt es auf jeden Keller Fall. Keller auch. Es gibt keine Küche. Gibt keine Küche. Ja! Oh, mir langsam hier das Unheil schwant. Das hatte ich nicht eingeplant. Ich strebte nur nach dem Gewinn. Nichts anderes hatte ich im Sinn. Aus diesen Preisen könnt ihr wählen. Ich werde die Treppe hinauf mich quälen. Mich niemals jemand fangen kann. Schaut euch lieber den doofen Abspann an. Ich lache. Kazui, was meinst du? Welchen Preis suchen wir uns aus? Ich würde den Topf nehmen. Wie wär's mit diesem komischen Ding? Wir könnten auch Tutti mitnehmen. Ja, die meine ich doch. Oh, so schön. Ah, schön, oder? Nice, einfach nice. More ideas. Und einfach auch alles first try. Chief Keyboard Tapper. Das ist so geil. Deputy Keyboard Tapper. Diese Jobbeschreibungen sind so geil.
Glaub mir, das sind ein paar Namen. Naja. Das ist halt auch Classic Rare. Am Ende, dass wir dann die ganzen Leute dann nochmal vorstellen. Ja, das ist doch in jedem Spiel so, oder? Naja, das ist bei Donkey Kong auch so. Nee, in jedem Spiel. In jedem. Credits ist doch ganz normal. Ja, Credits ja, aber normalerweise sind in Credits jetzt nur die Figuren vor, sondern halt wer das Spiel gemacht hat. Ja, das steht doch unten. Da unten stehen doch die Namen. Ach so. Ja, jetzt habe ich es gerade erst gedacht, ja. Okay, gut. Cartoony Bits and More Scribbling. Die Jobbeschreibung ist halt der Knaller. Also die Namen sind schon die richtigen Leute, aber die Jobbeschreibungen sind halt total verwurstet. Scene Crayona. More Sketching. Das ist so geil, ey. Anderes Gekritzel. Die Musik ist auch sehr episch, finde ich. Absolut. Überragend gut. Ja, wie hat's dir gefallen? Ich muss sagen, also ich hab ja, wie gesagt, vorher nichts mit dem Spiel am Hut gehabt, aber ich fand's gut. Oder? Solides Ding. Vor allem, wenn man überlegt, dass das ja das erste 3D-Jump'n'Run war von Rare und das einzige Vorbild, was gab, war Mario 64. Ja, zeitgleich wurde Donkey Kong 64 entwickelt, aber im Prinzip war das trotzdem das Erstlingswerk irgendwie. Ja gut. Weil es auch die viel längere Geschichte hat. Donkey Kong 64 hat aber auch eher auf Banjo-Kazooie aufgebaut als umgekehrt. Sehr wahrscheinlich, ja. Trunker. Alter, diese beiden Totenkopffelder am Ende. Ich hatte Angst. Ich hatte echt Angst eben. Echt Angst, dass ich das nochmal machen muss. Paper Pushers. Goodie. Mods Hand. Word Swapping. Ich bin professioneller Word Swapper. Strange Noisemakers. Ist auch schön, dass er das vorliest. Die Stimme von Nepper. Ist auch schön, dass man jetzt am Ende nochmal alle gezeigt kriegt, ne? Vorm Quiz ja. Wäre das ein bisschen sinnvoller gewesen. Ach was. Er heißt wirklich Snorkel. Und er chillt immer noch unterm Anker. Ne, wieder. Wir haben ja eigentlich zerfetzt. Befreit. Ich lebe wieder. Alles gut. Zusammengenäht. Bean Counting. Erbsenzähler. Professionelle Erbsenzähler. Nintendo Rare Limited. Game by Rare Trademark. Produced by Rare. Presented by Nintendo. Oh ja, das waren die Zeiten. Das waren die heißen Zeiten. Days. Beeilung, ich will nach Hause, Benjo. Es geht nicht schneller. Halt, wir haben eine Karotte ausgelassen. Das wäre erledigt. Jetzt steigt die Party. So, Fun Fact, Nintendo ist ja immer so ein bisschen family-friendly, ne?
Ja. Ich gebe dir einen Hint. Melonen. Ach ne, die Melonen kommen erst noch. Oh nein, wie unerwartet. Das war's ja noch gar nicht, wie unerwartet. Oh, wie unerwartet. Es ist auch wieder Classic Rare. Ja, wir müssen natürlich der Hexe noch hinterher. Unerwartet, oder? Absolut unerwartet. Oh, ich hab mich gerade echt zurückgelehnt, ne? Und den Controller schon beiseite gelegt. Ich wusste es natürlich, aber... Ja, Shortcut übers Board. Weil, warum nicht? So. Zum Glück haben wir genug Noten. Zum Glück haben wir genug Noten. Gerade so. Ihr seid für mich ein rotes Tuch. Bald trifft euch der nächste Fluch. So, und wir müssen natürlich noch ein Bild komplettieren. Nämlich eins von ihr. Und damit öffnet sich diese Tür. Und dann sind nun nämlich nur noch 6 übrig. Hier das Raum aus dem bösen Ende. Das kann ich ja vielleicht auch nochmal zeigen dann. Ach stimmt, es gibt 2 Enden. Nee, wenn du Game Over gehst. Ach so. Ist ja nicht passiert. Hab ja vielleicht 2-3 Leben zu viel. Du bist insgesamt 5-mal gestorben. Ah, 6-mal. Guck mal, der Kessel. Ist ja auf dem Board auch einmal gestorben. Was für ein ekelhafter Gestank. Oh, Besuch für Dingpot. Ich liebe Besuch. Ja, das ist der Kessel, ne? Von Grundhilda. Und der Kessel hat aber auch die Schnauze voll. Von ihr? Ja, tatsächlich. Und er weiß, wo sie ist. Und er hilft uns, zu ihr zu kommen. Das Spiel ist erst vorbei, koche ich in dir Spinnenbrei. Viel Glück. Was, viel Glück? Danke. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Achso. Ja, wir haben Zeit zu verlieren, denn hier gibt es noch eine Notentür für 864. Werden unsere Federn nochmal aufgefüllt. Nice. Für 828 werden unsere Eier nochmal aufgefüllt. Das ist auch bitter nötig nach dem Board. Und für 882 werden die roten Federn nochmal aufgefüllt. Werden... Vielleicht die roten Federn aufgefüllt, aber hier gibt es noch ein Bild für 4 Puzzleteile. Dam, 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 dam. Double the life. Ah. Ja, die roten Federn wären ganz nett, aber wir haben ja eigentlich keine verbraucht, also nicht so viele. Das wäre aber eigentlich ganz nett. Gibt es hier noch eine Tür? Ja. Für 846. Ah, hätte mich jetzt auch gewundert. So. Gib ihm. We ready for this? Ready. Oh, scheiße. Suppe aus Krötenschleim und Fledermausflügeln. Yummy. Okay, ab geht's. Ich hab Angst. Nämlich Fun Fact, ach, ich habe diesen Kampf noch nie selbst gespielt. Oh. Ich weiß ungefähr, wie er geht, aber...
Und er ist nicht einfach. Oh! Das ist so schon mal nett. Oh! Ach so. Okay. Ah! Keep moving, 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 moving hard. Keep moving, 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 moving hard. Na? Hexenbenzin ausgegangen oder was? Okay, die Phase habe ich verstanden. Okay, die Phase habe ich kapiert. Muss ich das nochmal machen? Ja. Oh! Oh, diese Kamera! Alter. Die hättest du wahrscheinlich mit der goldenen Feder noch abwehren können. Vielleicht. Was? Das Hit Detection. Alter! Aber hier ist ein Safe Spot, wenn ich das richtig verstehe. Gut zu wissen. Ah! Wow, das war knapp. Ja, krass, oder? Das richtige Timing dann finden. Ja, die macht ja dann eine Pause. Aber dass ich, ja, da, ja. Dass ich da halt safe bin, ist lustig. Das ist jetzt irgendwie unerwartet, dass es halt einfach so einen Safe-Spot gibt. Und dass ich ihn rausgefunden habe. Durch Zufall. Aua! Boah. Die Anspannung! Oh, Alten. Diese Anspannung! Man hat auch immer weniger Zeit. Die wird immer schneller. Na. Ah. Das ist nicht so leicht, Junge. Halt die Fresse. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ah, nicht getroffen. Daneben geschossen. Arschleckenfeuerwerk, ich hab nur nicht getroffen. Treffer. Okay. Fliegen. Soll fliegen? Ja. Okay, wo ist er? Da ist er. Nein! Okay. Scheiße! Wow! Nice. Ah! Zum Glück wurden uns die Federn nochmal aufgefüllt. Ja.
Nein! Nein, 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 nein! Ah, zu früh. Ja, das ist... Fliegen hatte ich ja so oder so schon nicht gut drauf. Boah. Nee, das ist... Jawohl. Ah! Naja. Oh, schade. Kamen sie mir direkt vor die Flinte. Die Aale Hex. Treffer! Versenkt. Nee, doch nicht. Okay, jetzt schießt du schon drei. Die schießt immer so viel, wie oft ich sie getroffen habe. Sie hat ein Schild. Das scheint die nächste Phase zu sein. Ich lande mal. Hier ist nämlich Leben. Ah! Was du nicht einsammeln kannst, wenn du noch Reste vom Doppelleben hast. Ach so. Böse Hexe, hau nun ab. Jinjos! Aua! Bam. Kaum zu fassen, diese Gingers muss man hassen. Was? No! No! Also unter normalen Umständen wäre ich jetzt tot. Wer hätte damit gerechnet, dass du zu nah dran stehen kannst? Sag mal. Hat das gereicht? Ja. Ja. Was zum... All. Ich bin der Jinjonator. Oh Gott. Gott, du musst aus vier Richtungen treffen, das wird doch nichts. Nee. Puh. Nein. Das ist unglaublich schwer. No! Alter Schwede, ey. Alter Mann. So, die Voraussetzungen sind besser. Jetzt muss ich es nur hinkriegen. Geringfügig, ja. Und ich habe hier immer noch einen Safe Spot. Vielleicht ist ein Muster zu erkennen. Naja, sobald sie den das fette Energieball Ding macht, ne? Wirft. Da habe ich theoretisch Zeit. Ja. Aber nicht lange. Nee, also während sie den abschießt, hast du kurz Zeit.
Jetzt schieß. Oh, komm! Ey. Komm, triff doch! I'm done. Oh boy. Oh yes. Achtung, er hat die geilste Stimme. So, der Gingernator. Ja. Hey, ich dachte, er hätte eine Stimme, oder ist es erst in der Xbox-Version so? Das ist so ein ganz tiefes Jinjo. Oh, leck. Endlich Feierabend. Hell yeah. What a ride. Und hey, ich habe das erste Mal in meinem Leben Banjo-Kazooie zu 100% durchgespielt. Herzlichen Glückwunsch. Und du bist auch nur 11-mal gestorben. Und jetzt der funnigste Fun-Fact. Bei den Retro-Achievements gibt es ein Achievement, dass man das Spiel durchspielen soll, ohne sein Life-Bar jemals zu extenden. Das heißt, du musst diesen Kampf fast flawless machen. Und das ganze Spiel vorher auch. Ja. Das wird gut klappen, oder? Das, ja, bitte. Go for it. Eines Tages bestimmt. Oder vielleicht auch nicht. True Ending. Und jetzt Melonen. Im Hintergrund das Babe. Ursprünglich waren die Brüste mal so groß. Und das hat Nintendo nicht abgesegnet. Also haben sie sich einen Joke draus gemacht und haben sie Melonen tragen lassen. Ist schon lustig. Ja, ist gut. Das ist das True Ending. Finally. So, und in dem Abspann sind es jetzt wirklich nur noch die fehlen. Und ohne Namen drunter. Ball. Collywobble. Diese dummen Steine im Tutorial-Level. Big Butt. Grublin. Ja, wie der heißt, haben wir ja im Quiz zweimal erfahren, ne? Ja. Einmal geraten und dann gewusst. Ja, gewusst, weil vorher geraten. Genau.
So, und wie hat dir der Kampf gefallen? War ein bisschen kurz. Ja, ne? Deswegen haben wir ihn ja mehrmals gemacht. Finde ich sehr löblich von dir. Ja, mal gucken, wie viel im Endeffekt davon im Video vorkommen wird. Einfach so zusammenschneiden, dass es ein flawless Victory wird. Natürlich nicht. Oh, first try. Gloop. Ah, er heißt Gloop. Nicht Blub. Aber ey, what the fuck, was ist das für ein Abspann? Was haben wir nicht alles für Charaktere gesehen, ne? Alle. Und das passt alles auf 128 Megabyte. Ne, 64 Megabyte. Ist ja eine kleine Cartridge gewesen. Musst dir mal vorstellen, ey. Als ob die alle noch einen eigenen Namen haben. Komm. Moggy. Grüße gehen raus an Moggy, der unsere Videos nicht schaut. Ja, vielleicht macht das ja. Vielleicht macht das. Schöne Grüße an Moggy. Schöne Grüße an Moggy. Boah, Hammer's bald. Abspann so lang wie das Let's Play selber. Ja. Gesundheit. In Ewigkeit. Grabber. Könnte ich auch mal wieder trinken. Und Grabber. Grabber, Kalber, Dustikila, Asbach, Uhl, Spielbegründer, Wermut und Penno. Hatten da de Baba da? Der hatte Flasch Grabber da de Baba. Wo hat dann de Baba die Flasch? De Baba hatte Grabber in de Dasch. Oh, Norma, hatten da de Baba da? Jetzt sind wir aber gleich wirklich durch, oder? Für die Gegner gibt's jetzt nicht mehr. Nee. Tihi. Simbo! Scheiße! Fuck you. Fuck you. Nibbly. Bisschen süß. Boombox. Wie innovativ der Name. Boss Boombox. Macht Sinn. Ja. Die haben sogar eine eigene Strichliste, die Grimlets bei dir. Beste. Beste. Ja, das war natürlich alles intended von mir. Ich wollte, dass deine Strichlisten am Ende den Code ergeben auf der Rusty Bucket Bay. Ah ja, natürlich, natürlich. Also die Quersumme und die Wurzel aus der Quersumme von deinen Strichen müsste 312.111 ergeben. Ja, genau. Ja. Die Zubats? Whipcrack. Die anderen hießen Whiplash. Cheeto. Fertig.
Ah, das Melone-Mädchen wieder. Mambo hat geheime Bilder. Geheime Bilder, cool. Der war im Internet. Der Bilder, die ich verwende im nächsten Spiel. Hast du gehört? Sie machen noch ein Spiel. Ja, wenn du alle 100 Puzzleteile hast, zeigt er die Bilder. Ansonsten sagt er, nö, bist nicht gut genug. Da wir aber alle haben, bekommen wir jetzt dieses Ende. Nice. Banjo-Tooie. In der Xbox-Version sagt er sogar, dass das jetzt funktioniert und dass Nuts and Bowls rauskommt und dass Banjo-Kazooie dagegen alt aussehen wird. Was es nicht tut. Richtig schlechter Joke. Warum heißt das Spiel nicht Banjo-Kazooie-Tooie? Ich bin ja wohl auch dabei. Ich sehe nicht gut, ey, wie lange er das auch in die Länge zieht. Straight jump. Straight jump. Wie es auch einfach eiskalt zeigt. Ein Ei. Ja, da, das hatte ich gezeigt, glaube ich, ne? Da ist der Schlüssel. Ja. Vogel ruhig sein, gucken auf Bild. Da waren wir aus, habe ich auch gezeigt. Da hattest du, glaube ich, gesagt, ne? Das hattest du, glaube ich, vorgelesen dann. Ja. Noch so ein doofes Ei. Was die da für ein Geheimnis auch draus machen. Und am Ende wurde nichts draus. Ja, und dafür die ganze Anstrengung. Ja. Dafür, oh, dass ein Feature beworben wird, was nicht funktioniert. Und das ist das Letzte, was man sieht. Wow, hey. Wow, hey. Ach nee. Dieser fällt so schwer, aber ich muss meine Herrin retten. The end. My only friend, the end. Ja, war mir eine helle Freude, ey. Und endlich habe ich es zu 100% durch. Endlich habe ich es zu 100% durch. Und ich war live dabei. Und du warst live dabei, ja. So, und jetzt spielst du es nochmal durch, oder?
Ja. Okay, gib mir den Controller rüber. Dankeschön. Ja, ja und wenn ihr bis zum Ende zugeguckt habt, nicht schlecht, Respekt. Dann seid ihr wahre Legenden. Wahre Legenden, ja. Und wenn ihr noch sehen wollt, wie ich das böse Ende zeige und wie ich noch die geheimen Cheatcodes zeige, dann schreibt da mal was in die Kommentare. Und wenn das genug Leute sehen wollen, dann machen wir Banjo-Kazooie noch ein letztes Mal an. Ansonsten war es an dieser Stelle. Vielen Dank. Und bis dahin. Auf Wiederkuscheln. Und tschüss. Tschüss.